Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 284. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr danke sagen, dass wir dein Wort haben und jeden Tag etwas daraus lernen dürfen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist zu uns sprichst, dass du uns vor Sünde und Abfall und Rebellion bewahrst, dass wir uns daran erinnern, was du alles Großes für uns getan hast, dass wir dankbar sind für dein Wirken. In welcher Form auch immer, sei es, dass du direkt durch dein Wort zu uns sprichst oder durch andere Menschen uns auch hilfst. Herr, lass uns dankbar sein und deine Stimme jetzt aus deinem Wort heraus zu uns sprechen hören. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Richter Kapitel 9. Abimelech ist König geworden über Israel. Doch ausgerechnet die Stadt, die ihn einst zum König gemacht hatte, Sichem, wird jetzt von einer Rebellion gegen Abimelech, ähm, erschüttert, ein gewisser Gaal Ge führt den Aufstand an und es kommt zum Kampf. Wir lesen in Vers 39: Und Gaal zog aus von den Bürgern von Sichem und kämpfte mit Abimelech. Aber Abimelech jagte ihn, so sodass er vor ihm floh und es fiel eine Menge Erschlagener bis an den Eingang des Stadttores. Und Abimelech verblieb in Aruma. Sebul aber vertrieb den Gaal und seine Brüder, sodass sie nicht in Sichem verbleiben konnten am anderen Morgen. Aber ging das Volk aufs Feld hinaus. Und es wurde dem Abimelech berichtet, da nahm er das Heer und teilte es in drei Abteilungen und lauerte im Feld, als er nun sah, dass das Volk aus der Stadt gegenüber er sie und schlug sie. Denn Abimelech und der Heeresteil, der bei ihm war, überfielen sie und traten an den Eingang des Stadttors. Mit anderen Worten, sie schnitten den Rückzug ab. Die zwei anderen Abteilungen aber überfielen alle, die auf dem Feld waren und erschlugen sie. Und Abimelech kämpfte gegen die Stadt jenen ganzen Tag und eroberte die Stadt und brachte das Volk um, das darin war und zerstörte die Stadt und streute Salz darauf. Es war die Stadt gewesen, die ihn zum König gemacht hatte und jetzt zerstörte er sie. Als die Insassen der Burg von Sichem dies hörten, gingen sie in den Saal des Gottes, des, des Hauses ihres Gottes Berit. Der Baal Berith war ein Götze, sein Name war, wie wir schon gelernt haben, der Herr des Bundes. Als aber Abimelech hörte, dass sich alle Insassen der Burg von sichem versammelt hatten, da ging er mit all seinem Volk, das bei ihm war, auf den Berg Salmon. Und Abimelech nahm eine Axt zur Hand und hieb einen Ast von den Bäumen und hob ihn auf und legte ihn auf seine Achsel und sprach zu dem Volk, das mit ihm war, was ihr mich habt tun sehen. Das tut rasch auch. Da schlug auch jeder vom Volk einen Ast ab. Und sie folgten Abimelech nach und legten sie an den Saal und steckten damit den Saal in entbrannt, sodass alle Leute des Turmes von sich im starben. Etwa tausend Männer und Frauen, der Baal beriet, kann nicht retten. Er ist kein starker Turm. Die Bibel sagt uns, in Sprüche 18, ihr könnt den Vers selbst finden: der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Es gibt keine andere Zuflucht in dieser bösen Welt als Gott, den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Gott, der dem Volk Israel einen Bund angeboten hatte, den sie aber gebrochen hatten, verachtet hatten. Und wer Gottes Bund verachtet und anderen Götzen, egal in welcher Form sie in unserem Leben auch existieren mögen, nachgeht, der wird in dieser dunklen Welt. Untergehen. Abimelech aber zog nach Thebes und belagerte Thebes und eroberte es. Aber mitten in der Stadt war ein starker Turm, auf den flohen alle Männer und Frauen und alle Bürger der Stadt und schlossen hinter sich zu. Und sie stiegen auf das Dach des Turmes. Da kam Abimelech bis zum Turm und wollte ihn stürmen und er näherte sich dem Tor des Turms, um ihn in Brand zu stecken. Aber eine Frau warf den oberen Stein einer Handmühle dem Abimelech auf den Kopf und zerschmetterte ihm. Den Schädel. Er wollte König sein über Israel, aber er findet ein jämmerliches Ende. Da rief Abimelech rasch seinen Waffenträger und sprach zu ihm Ziehe dein Schwert und töte mich, dass man nicht von mir sage, eine Frau hat ihn umgebracht. Dadurch stach ihn sein Diener, und er starb. Dieser Vers wirft noch einmal Licht darauf, auf die besondere Geschichte mit Sisera und Jael und um deutlich zu machen: Was für eine Schmach für den Herrführer Sisera in den vorigen Kapiteln gewesen sein muss, gewesen ist ihm. Er ist ja dann gestorben, aber auch für alle, die mit ihm verbunden waren, dass er durch eine Frau getötet worden ist. Als aber die Israeliten sahen, dass Abimelech tot war, ging jeder an seinen Ort. So vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er an seinem Vater getan hatte, als er seine 70 Brüder ermordete. Manchmal denken wir, dass wenn wir Sünde tun, wir am Ende irgendetwas gewinnen können. Abimelech glaubte, dass wenn er 70 seiner Brüder umbrächte und umgebracht hat, dass er dann König sein könnte. Das, was sein Vater abgelehnt hatte, was auch für die nächste Generation nicht vorgesehen war von Gideon. Er dachte, dass er durch Rebellion sich diese, diese Würde selbst nehmen kann, aber er hat sie nur kurz genossen, drei Jahre lang. Und dann waren es genau die, die zuerst mit ihm befreundet waren, die seinen Sturz herbeiführen wollten. Und er ist schmählich gescheitert. Wenn wir gegen Gott und sein Wort rebellieren, wird unser Glück nicht lange anhalten. Wir werden scheitern und schmählich zugrunde gehen, so wie Abimelech auch. Lasst uns lernen aus seiner Geschichte, dass Sünde, wenn sie in Rebellion geschieht und nicht bereut und bekannt wird und nicht durch das Blut Jesu gereinigt wird, unseren sicheren Untergang bedeutet. Ebenso vergalt Gott alle Bosheit der Männer von Sichem auf ihren Kopf und der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubbaals, kam über sie. Auf diesem Berg Garisim, auf dem zu lange zuvor Israeliten Israel gesegnet hatten, der Berg Ebal sollte ja für den Fluch sein, hatte jetzt dazu gedient, wie wir gesehen haben, dass Jotam diesen Fluch ausgesprochen hatte, weil dort die Menschen von Sichem sich mit der Bosheit äh, des, des äh, Abimelech verbündet haben wenn wir bösen menschen die hände stärken wenn wir uns ihre kraft ihnen unsere kraft geben wenn wir sie unterstützen in dem werk ihrer bosheit dann wird uns auch ihr ende erreichen und nach abimelech stand Tola auf ein sohn Puas, des sohnes dodos ein mann von isachar um israel zu retten er wohnte in Schamir auf dem Bergland Ephraim. Hier sehen wir erneut, was die Aufgabe dieser Richter war. Sie sollten Retter sein. Und er richtete Israel 23 Jahre lang. Danach starb er und wurde in Schamir begraben. Nach ihm stand Jair, ein Gileadite, auf und richtete Israel 22 Jahre lang. Er hatte 30 Söhne, die auf 30 Eselsfüllen ritten. Und sie besaßen 30 Städte, die heißen Dörfer Jairs bis zu diesem Tag und liegen im Land Gilead. Und Jair starb und wurde in Kamon begraben. Aber die Kinder Israels taten wieder was böse, in den, was in den Augen des Herrn böse war und dienten den Baalen und Astaten und den Göttern der Aramäer und den Göttern der Zidonier und den Göttern der Moabiter und den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister und verließen und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Es lohnt sich in diesem Vers einmal zu zählen. Es werden sieben Völker oder sieben anders gesagt sieben falsche Götter. Erwähnt. Die Götter der Baalen, der Astaten, der Aramäer, der Zidonier, der Moabiter, der Ammoniter, der Philister. Siebenfacher Abfall. Ein Hinweis auf die Vollständigkeit dieses Abfalls. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und der Ammoniter. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater, wir sehen, dass Sünde immer ihr schreckliches Ende findet, wenn sie nicht dir gegeben ist und bekannt und bereut wird. Herr, wir sehen, wie die ganze Rebellion des Abimelech und auch der Stadt Sichem in der totalen Katastrophe geendet haben. Und Herr, lass uns doch bitte heute diese Lektion lernen, dass wenn immer wir gegen dich rebellieren und uns von dir eisen und lossagen, dass wir auf dem sicheren Weg des Verderbens sind. Herr, bewahre uns davor. Rette uns Heilige uns, reinige uns und gib, dass wir treu zu dir und deinem Bund stehen, durch deine Kraft. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.